Voll guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Flame13. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein neues Labern und Blubbern Video. Erstmal möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich entschuldigen, dass in letzter Zeit keine oder eher wenige Videos auf meinem gesamten Kanal kamen. Irgendwie hat sich das zurzeit nicht ergeben. Ich war auch mehr auf meinem Uncut-Kanal aktiv. Und hierbei sei auch gesagt, dass ihr alle recht herzlich dazu eingeladen seid, auf meinem Flame Uncut-Kanal vorbeizuschauen. Da lade ich gerade täglich ein Varo-Projekt hoch, außerdem noch Let's Plays wie Stardew Valley oder ein nicht so bekanntes Spiel Pinkman. Wenn ihr also Bock habt, euch Let's Plays von mir kommentiert reinzuziehen, dann guckt auf jeden Fall da vorbei. Hashtag Werbung an dieser Stelle. Im heutigen Video wird es um die Plattform YouTube an sich gehen und ich werde euch in diesem Video erläutern, was ich an dieser Plattform nicht so gut finde. Aber keine Sorge, auf jeden Fall wird auch der positive Teil, also das Gegenstück zu diesem Format, auch noch kommen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Here we go! Ach ja, YouTube. Man liebt, aber man hasst es auch irgendwie zugleich. Also zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es eigentlich schon seit Anbeginn meiner YouTube-Laufbahn so. Sicher, es gibt vieles, vieles, was man der Plattform über die Jahre positiv anrechnen muss und kann. Jedoch möchte ich aber auch mal die Kehrseite unter die Lupe nehmen und diese stelle ich euch in diesem Video vor. Da wäre zum einen mal die Sache, dass YouTube meinem Kanal einfach Aufrufe entzieht und das mittlerweile schon seit Anfang meiner YouTube-Laufbahn. Meistens sind es so 30% der Aufrufe, die ich eigentlich hätte bekommen sollen, aber manchmal auch über die Hälfte. Und falls ihr jetzt Beweise wollt, ich kann euch das hier mal anhand meines letzten Videos zeigen. Vero 4 mit dem Titel Hochmut kommt vor dem Fall. Best of. Ich denke, anhand dieses Beispiels kann man dies ganz gut nachvollziehen und vielleicht auch meine Ansicht dieser Dinge auch ein bisschen besser verstehen. Und seid euch aber bitte versichert, ich habe bei solchen Videos noch Glück. Normalerweise ist es noch viel, viel kritischer, wie zum Beispiel bei meinen Pokémon-Displays, die nicht mal 30 Aufrufe erreichen, obwohl sie am Release-Tag über 100 Aufrufe hatten. Und sowas demotiviert irgendwie auf Dauer schon extrem. Das muss ich schon irgendwie sagen. Aber das soll jetzt keine Ausrede sein, warum in letzter Zeit keine weiteren Folgen meiner Let's Plays kamen. Ich habe es zurzeit einfach selber verbockt, irgendwas hochzuladen, aber es hat euch versichert, es wird auf jeden Fall weitergeführt. Keine Sorge. Aber nicht nur ich habe dieses Problem. Ein Kollege von mir, der gute Oskar, ihr kennt ihn alle, hat ein unglaublich gutes Video zu einem Minecraft-Projekt gedreht, hat er nach 5 Stunden zu ungefähr 120 Aufrufe und was hat er jetzt? 79. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt Oskar doch gern mal selbst, er wird euch bestimmt nichts anderes dazu sagen. Oh, das war's schon mit dem Video? Ja, mich stört's nicht. Ja, das wird so ziemlich alles, was ich an der Plattform YouTube im Moment zu kritisieren habe. Klar, es gibt noch einige Sachen, wie zum Beispiel die Copper, die mich auch abfacken, aber nicht so sehr. Aber ich habe davon nicht viel Ahnung, ich habe mich da nicht reingelesen. Deswegen möchte ich euch davon nichts erzählen und wünsche euch jetzt einfach nur ein schönes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch. Es wird auf jeden Fall auf diesem Kanal weitergehen. Keine Sorge, ich habe mega Bock drauf. Und an dieser Stelle, wenn ihr täglichen Content von mir sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei meinem Uncut-Kanal vorbei. Würde mich freuen, erster Link in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Euer Flame13. We'll be right back.